Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem wunderschönen Multiplayer-Mittwoch mit Stardew Valley. Eine Premiere hier im Multiplayer-Mittwoch, sonst kommt sie ja immer nur montags als Let's Play mit mir alleine. Heute habe ich Janosch dabei, hallo. Hallihallo Leute, guten Abend. Und Trommelwirbel, Gabriel ist auch wieder da. Hallo. Hallöle. Was, wie Gabriel? Aha. Den gibt's doch gar nicht mehr. Der Rabe ist weg. Das Phantom. Nein, voll cool, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich voll. Und ich finde es auch super, dass schon so viele von euch am Start sind. Hallo an Nils, Majin, Blue Angel, Hassan, Ella, Brian. Schön, dass ihr da seid. Das ist ein Chat an Start, ich sehe das doch alles gar nicht. Ich mach das mal ganz kurz. Hallo Chat. Hallo Andream. Hallo Blue Angel. Blue Angel hat gesagt, ja, stimmt. Warte, das hat auch. Ich habe alle gesagt. Ja, ich gucke gerade auch. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und apropos Vertrauen und Kontrolle, ihr müsst uns natürlich unbedingt Feedback geben, wie es soundtechnisch aussieht, denn da ist Stardew Valley etwas anspruchsvoll, weil man es ja erst einstellen kann, wenn man im Spiel selber ist und so. Aktuell ist offensichtlich die Startmusik schon vorbei bei mir und es ist einfach mucksmäuschenstill. Aber sobald dann das Spiel läuft, müssen wir mal gucken, dass alle gut zu hören sind und so. Ihr kennt ja das Spielchen. Und wir spielen Koop. Tatsächlich. Surprise. Und sagt uns aber auch, wie wir zu hören sind. Also sprich, hört ihr Lumi gut, hört ihr Janosch gut, hört ihr mich gut. Und ja, das ist wichtig für uns. Also, genauso wie das Like, beziehungsweise den Daumen nach oben nicht vergessen, uns Bescheid zu sagen, wenn was mit dem Sound nicht passt. Weil wir können es so schlecht abmischen ohne euer Feedback. Ja, das stimmt. Und Stardew Valley Streams gab es ja schon mal, aber es ist schon eine ganze Weile her. Ich habe 3-4 Stardew Valley Streams, glaube ich, gemacht bislang. Alleine? Moment, nee, nicht hier. Ja, die waren immer alleine, aber Multiplayer gab es mit Gabriel schon ein paar Folgen. Heute starten wir komplett neu. Da schon mal direkt vorweg. Wir spielen heute nicht meinen Spielstand von Montag, der immer montags gezeigt wird, sondern wir starten wirklich komplett neu. Mit einem ganz niegelnagelneuen Hof. Und das ist richtig aufregend. Ja, krieg ich einen Traktor? Ich will Traktor. Hast du mich wirklich vorher noch nie gehört? Ich dachte, dass du schon da gewesen wärst, als ich noch bei den Videos mit bei war. So kann man sich irren. Was, Blue Angela, du hast mich auch schon mal gehört. Ich weiß, dass du schon mal im Stream warst, am Multiplayer-Mittwoch, oder? Bin ich jetzt doof? Also ja, ich bin doof, aber... Ja, vielleicht uns beide zusammen. Das kann natürlich sein, aber dann guck dir doch die Landwirtschaftssimulator-Videos an. Da sind wir beide zusammen. Nur wir und Lumi. Ja, zwei alte Männer, die sich über... Alles und alles. Da könnt ihr auch Satisfactory oder so schauen. Oder Battletech. Mir fallen da ein paar Spiele ein, wo ihr zu zweit unterwegs seid. Battletech müssen wir auch mal wieder machen. Dann mit einem zweiten Stream, dann über Glimmisch oder ähnliches trotzdem nochmal wieder, dass ihr beide Seiten seht. Das macht mir Spaß. Okay, gut, Angel. Echt? Dann... Da bist du ja relativ frisch noch dabei. Dann würde ich mal sagen, nochmal so ganz unverfroren. Herzlich willkommen von meiner Seite aus. Schön, dass du da bist. Dann habe ich als Mod das einfach falsch in Erinnerung. Das passiert. Das tut du bist ja auch oft genug im Chat dabei. Aber schön, sagen, dass Gabriel, du da bist. Und es freut mich, dass du uns jetzt hören kannst. Lumi, wie sieht's denn aus? Ja, ich bin noch beim Erstellen vom Hof. Jetzt ganz entspannt. Mach in Ruhe. Habt ihr einen schönen Hofnamen? Da könnt ihr euch ja mal was überlegen. Genau, haut raus. Ja, wollte gerade sagen, Chat, hau du mal raus. Ja, noch, du kannst ja auch mal einen Vorschlag machen und der Chat kann ja mal, ich mal auch sagen, mal mit Ideen reinschmeißen. Lammgulasch? Dein Hof soll Lammgulasch heißen. Ja, wegen Cult of the Lamb. Oder eher Lammgulak. Nein, passt nicht so ganz. Nicht richtig. Es muss doch irgendwas Fantastisches sein. Irgendwas, was so die Naturthematik abbildet. Schattenhof? Ja. Ja. Kekshof, Shadowwoods. Kekshof finde ich schon gar nicht so schlecht. Kekshof. Kekshof finde ich auch nicht schlecht. Kekshof. Ja, doch, ich finde Kekshof hat was. Dann müssen wir aber auch viele Kekse backen.
Von mir aus, wenn es geht, weil ich dann werde ich. Ich glaube, wir haben schon festgelegt, Lumi ist so hier die Expertin, ne? Alles, was hier irgendwie sagen, ich und Gabriel, ist irgendwie falsch und Lumi korrigiert es immer. Schattenkekshof, ja. Ich finde Kekshof eigentlich. Also Kekshof geht auch, aber Schattenkekshof, so ein Schattenkeks, so weißt du, so nur mit so ganz leichter Schokolade. Also. Cookiehof. Cookie erinnert mich immer so an irgendwelche Sachen, die ich wegklicken muss bei Webseiten. Ich habe mir wieder Cookies eingetreten. Nein! Ich glaube, die Kombination Schattenkeks und Hof finde ich gar nicht so schlecht. Aber sagt ihr mal, was meint ihr beide? Ich muss meinen Charakter erstellen. Ich muss mich konzentrieren. Kann nicht reden. Okay. Das ist ein Thema Multitasking bei Frauen. Ja, also Schlachthof. Schlachthof. Ja, Madeline, kommt in die richtige Richtung. Ja, nein. Okay, wir organisieren uns viele, viele Tiere und verkaufen sie alle. Als Schnitzel, einzeln. Nom. Gott, ich hab Bock auf Schnitzel. Verdammt. Nein, jetzt konzentrier dich doch mal. Schnitzelhof? Ich dachte, ob ich mit zwei Eichhörnchen hier spielen Schnitzelhof. Würde. Nee, aber wie gesagt, ich finde Kekshof eigentlich nicht schlecht. Weil es so schön knackig und kurz ist, ne? Blue Angel meint Schattenkekshof. Gut, dann machen wir jetzt mal eine Abstimmung. Chat, Kekshof oder Schattenkekshof? Könnt ihr das nicht sogar selbst erstellen Nein. als Moderator? Nein, das können wir nicht. Das ist viel lustiger, wenn wir das so chaotisch machen. Hau rein. Ja. Das ist ja doof, Chat, dass das nicht geht. Ja, Technik. Das Thema haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ja, ich kann darüber mich häufiger aufregen, also dass da YouTube theoretisch das nicht bietet. Bei anderen Anbietern. Nein, aber haut jetzt mal in den Chat rein. Schattenkekshof oder nur Kekshof? 1 für Schattenkekshof und 2 für Kekshof. Gut, los geht's, ich zähle. Ist ja egal, Andrew, ob du fein genommen bist. Okay. Also, Kekshof ist bisher am beliebtesten. Nein, Schattenkekshof. Schattenkekshof war die 1. Kekshof war die 2. Martin hat keine Zahl gesagt. Martin hat nur Schattenkeks gesagt, aber es ist das Gleiche. Ja, das ist das Gleiche. Übrigens, hallo Orange Contange. Contange? Orange Contange. Ah, Orange Contange, so spricht man das. Genau, richtig. Hallo. So. Das ist gar nicht so. Das ist ich würde sagen, das ist aber trotzdem 4-3 ist dann. Das Ergebnis? Ja. Soll ich einen Würfel holen? Was ist das Ergebnis? Schattenkekshof. Okay. Ich muss das ja hier hinschreiben. Ganz offiziell Schattenkekshof. Also, wenn du den Matschen noch. Ach, der Matschen hat auch nochmal abgeschnitten. Sehr schön. Genau. Wurde nachgeholt, von daher wurde es mitgezählt. Deswegen ganz knapp. Für Schattenkekshof. Da müsst ihr überlegen, bei Schattenkekshof ist ja der Kekshof auch irgendwie mit drin. Du kannst ja noch ein Leerzeichen reinsetzen, so komplett. Schatten-Keks-Hof. Oh ja, ja. Ich hab schon okay, jetzt das Spaß. Passt alles. Habt ihr Lust, das Intro zu sehen? 1 für Ja, 2 für Nein. Oh Gott. Also wir nehmen die Intro. Abstimmung, die schon steht. Eins für Intro. Eins für Intro, zwei für kein Ich Intro. Würde sagen, für den richtigen, schönen, vernünftigen Start muss man sich das Intro schon geben. Ja, guck mal, der Schnitt ist eindeutig. Ja, ich habe das ehrlich, ich habe das auch noch nie geskippt. Also ich weiß gar nicht, was dann passiert. Da geht bestimmt alles in Luft auf. Seht ihr das eigentlich auch, wenn ich auch mit reinschreibe? So, also wir spielen übrigens, weil das wissen die beiden ja gar nicht, wir spielen mit dem Eckenhof. Der ist nämlich ganz cool. Für 4 Leute an sich angelegt, aber für 3 funktioniert es auch. So dass man auch so 4 einzelne Ecken hat, wo man seinen Kram machen kann. Der Strandhof ist ein bisschen, ist glaube ich ein bisschen viel, wenn man nicht so Stardew Valley affin ist und schon viel Erfahrung hat. Wildnishof ist ja mit Monsterspawn, ja weiß ich nicht ganz so cool. Bergspitzenhof hat eben die Option, dass man dort immer gut Steine und Erz abbauen kann. Waldhof bietet viel Holz und beim Flussbetthof kann man viel angeln. Die sind also alle sehr spezialisiert. Der Viereckenhof hat von allem so ein bisschen was. Deswegen nehmen wir den.
Let's go. Also, ich hätte fast zurückgeklickt. Oh Gott. Also hätten wir den Hofritter Sporthof nennen müssen, ja? Na. Ja, ich möchte keinen Copyright-Probleme hier haben. Ich kann dir die Anekdote erzählen, warum es Rittersport heißt, aber... Ihr müsst mir das verzeihen. Ich habe heute auch schon 8 Stunden Arbeit. Wir sind gekloppt. Im Intro. Für meine ganz besonderen Enkeln. Ich möchte, dass ihr diesen versiegelten Umschlag bekommt. Ach, schön. Nein, nein, öffnet ihn noch nicht. Habt Geduld. Jetzt hört mir zu. Der Tag wird kommen, an dem ihr euch von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen werdet. Und eure Seelen werden von der wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert, meine Lieben, werdet ihr bereit sein für dieses Geschenk. Nun lasst Opa sich ausruhen. 20 Jahre später. XX. Beim Julia-Markt. Arbeiten. Alle. Am PC. Schuften, schuften, schuften. Und dabei lächeln. Bis man gefeuert wird. Man sieht zumindest meinen Arbeitsplatz. Ja, gefeuert oder ganz rechts eben verstorben. Das ist eine Option am Arbeitsplatz und es bleibt auch liegen, bis es nur noch ein Skelett ist. Kann man machen, muss man nicht. Der Brief. Das ist der Zeitpunkt, wo wir den Brief vom Opa wieder rausholen. Liebe Lumi, lieber Gabriel, lieber Janosch, wenn ihr das hier lest, dann werdet ihr eine Veränderung bitter nötig haben. Das Gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt, mein ganzer Stolz, Schattenkekshof. Er liegt im Sternentautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit eurem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es euch. Ich bin mir sicher, ihr werdet den Familiennamen ehren, meine Lieben. Viel Glück. In Liebe, Opa. PS, wenn Louis noch lebt, sagt dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Ach, schön. So, ich bin jetzt offiziell Host eines Mehrspielerspiels, aber wir sind trotzdem noch hier in der Cutscene, wie der Bus gemütlich gen Sternental fährt. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ich das Intro auf Deutsch sehe, so komplett. Sogar hier steht Sternental noch 0,8 Kilometer. Cool. Auch das korrekt übersetzt. Also inklusive des Straßenschildes. Dann hat sich da jemand richtig Mühe gegeben. Hallo, ihr müsst Lumi, Gabriel und Janosch sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Zu eurem neuen Zuhause natürlich, ihr seid ja schließlich zu dritt. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für eure Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben, folgt mir einfach. Ja, ich würde jetzt so schnell wie möglich Gabriel und Janosch natürlich dazu holen. Das ist Schattenkekshof, euer Hof. Ziemlich zugemüllt und zugewuchert. Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß habt ihr hier im Nu Ordnung geschaffen. Und hier sind wir, euer neues Zuhause. Der Bürgermeister ist auch schon da. Ah, unsere Neuankömmlinge.
Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach euch gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Also, ihr zieht in die alte Hütte eures Großvaters ein. Er hat passenderweise auch insgesamt 3 Stück hier auf dem Hof stehen gehabt und hat immer woanders geschlafen, also sollte das kein Problem sein. Es ist ein gutes Haus, alle 3, sehr schön. Sehr und auch sehr rustikal. Rustikal, ja, so kann man es halt vielleicht auch sagen, wenn die Schreinerin schon so begeistert ist. Schäbig würde wohl ein wenig besser passen. Wie unhöflich. Hör nicht auf sie, Lumi. Sie will euch nur beeinflussen, damit ihr ein paar ihrer Verbesserungen für die Häuser kauft. Was? Nein, Robin würde sowas doch nie tun. Jedenfalls, ihr seid sicher müde von eurer langen Reise. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Morgen erkundet ihr dann am besten ein wenig die Stadt und stellt euch den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Ja, dann verabschiedet euch mal. Oh, fast vergessen. Oh, Louis. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, lege es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück. Natürlich können auch Gabriel und Janosch hier alles verkaufen, was sie wollen. So. Und wir haben dann den Bus, den Zug und das Schiff danach genommen und machen noch eine Kontinentumsegelung, oder? Ja, so sieht's aus. Ich muss jetzt natürlich erstmal, also ich blende euch mal ganz fix den Startscreen ein, weil ich nicht weiß, wie das hier jetzt aussieht gleich. Also nicht wundern, wir sind noch da. Ich check nur kurz, dass ich den Multiplayer-Host-Dings auch kriege. Den Code. Denn der Code ist nämlich nur für uns. So. Ah, perfekt. Ich kann euch nämlich auch direkt so einladen. Und dann passt das. Boah, ich habe einen Klick bekommen. Was ist da? Und so machen und so. Das geht wirklich. Ist ja cool. Ja, schauen wir mal. So, da sind wir wieder. Jetzt einfach seht ihr auch. Code in den Chat posten, ja klar. Gabriel, nimmst du ein. Mach du erstmal. Habe ich schon. Weil ich habe jetzt immer noch 2 zur Auswahl. Ich hoffe, ich. Guck mal. Ich habe auch 1 und 2 zur Auswahl. Ich habe 2 genommen. Ein unbenannter Farmer ist beigetreten. Hat Janosch sich keinen Namen gegeben? Ich bin gerade dabei, entschuldige bitte. Ah, okay. Das ist erlaubt. Oh Gott, was mag ich denn gerne? Also ich mag ja Multiplayer. Ist das laut? Oh Gott, ich muss nachher unbedingt leise stellen. Ich höre euch gerade gar nicht. Ich mache mich mal kurz leise. Alternativ Profi-Tipp als jemand, der schon viel Stardew Valley auch im Menü gespielt hat, also offen hatte. Man kann auch einfach im Windows Sound Mischer Stardew Valley entsprechend runterregeln. So habe ich das gelöst für den Stream heute. Dass das nicht so laut ist, auch für euch nicht. Und jetzt müssen natürlich Gabriel und Janosch sich erstmal überlegen, wie sie in dieser Welt aussehen wollen. Das dauert eine Weile. Nur ein bisschen. Ja, also man kann bei dem Stardew Valley Let's Play auch sehr viel Zeit mit verbringen. Also es sind jetzt schon fast an die 300 Folgen. Da ist man durchaus ein bisschen beschäftigt. Aber ich würde mal behaupten, es lohnt sich. Da passiert einfach so viel. Und ich finde, Stardew Valley ist immer ein schwieriges Spiel, wo man einfach so mitten reingeworfen wird. Also wenn man den Aufbau von der Farm nicht kennt und so, ist es, glaube ich, immer schwierig reinzukommen. Also so mittendrin bei Folge 250 anzufangen, würde ich persönlich nicht empfehlen. Außer man möchte eben ganz konkrete Dinge sehen im Spiel. Oder sich einen allgemeinen Eindruck erstmal geben, was Stardew Valley eigentlich für ein Spiel ist.
Und falls der eine oder andere von euch mega Bock auf Stardew Valley hat und das Spiel noch nicht besitzt, haben wir auch den Humble Bundle Link im Chat und in der Videobeschreibung, also hier unterm Stream. Wenn ihr es nämlich dort kauft für Steam, dann unterstützt ihr uns damit gleichzeitig und es kostet nicht mehr. So. So, okay, ich muss die Axt auspacken. Ich räume schon mal so ein bisschen auf, hauptsächlich meine Ecke. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es hier eigentlich aussieht. Ach, hier ist schon die erste Hütte. Gott, ich habe da irgendwie so ein Geschenk bei mir liegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aufmache. Rechte Maustaste. Ah. Ich habe das ewig nicht gespielt. Hallo. Hallo, Lumi. Das ist also Janosch. Ja, schön so punkig mit blauen Haaren. Oh, er glitscht ein bisschen rum. Ja, das ich ist leider bei Stardew so ein bisschen eingebaut. Leider ein bisschen normal. Das habe ich schon mal kennengelernt in der Multiplayer-Session. Okay, das Problem hatte ich jetzt noch nicht im Multiplayer. Und natürlich wichtige Regel an die beiden neuen Farmbesitzer. Oh, oh. Das Gras möglichst nicht abschneiden. Okay. Sagte sie und traf aus Versehen einen klitzekleinen Bereich. Ich bin auf der falschen Seite. Nein. Gabriel! Janosch ist auf der rechten Seite hier. Aber ich glaube, ihr könnt euch auch einfach die Betten tauschen, wenn ihr wollt. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ihr könnt einfach ins andere Bett reingehen. Da ist Gabriel! Hallo. Er sieht ein bisschen schiffbrüchig aus. Durch diese Streifen. Meine erste Assoziation war schiffbrüchig. Ich schiffbrüche dir gleich mal eine. Komm her. Soundtechnisch passt alles, das ist super. Apropos Sound, okay, genau. Wo ist hier das Optionsmenü? Das ist Option. Bei Escape und oben, wo der Controller ist. Ja, genau. Ich habe mich auch erst gesucht. Kann ich den Sound? Runter. Oh. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das direkt bei Windows und dann haben wir im Startmenü nicht das Problem und im Spiel selber auch nicht. So viel besser. Das heißt, wir räumen jetzt hier erstmal Janoschs Platz weg, oder? Janosch sieht aus wie ein Punk und Gabriel wie ein Holzfäller. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen der Alternative hier. Ne? Also, ja, das stimmt. Ey, was geht? So ein bisschen mit der Final Fantasy Gedächtnisfrisur. Ich fand die cool. Oder nicht? Also. Der gefällt mir, den fand ich gut. Okay, ich muss ja mal kurz mein Ding sortieren. Das ist ja furchtbar, man muss ja Wo sind denn eure Häuser? Gabriels ist hier unten links. Ist wirklich auf jeder Ecke eins? Ja, oben rechts ist meines. Aber dann sollten wir auch bei jedem ein bisschen freiräumen, oder? Ja, hab auch bei jedem ein bisschen frei geräumt, tatsächlich. Das machen wir auch gerade, damit ich zumindest rein und rauskomme, weil das war nämlich gerade so ein bisschen mein Problem. Und ich gar nicht also die einzelnen Felder sind auch so aufgeteilt, dass es da eben unterschiedliche Sachen gibt. Hier gibt es einen kleinen See, wo man gut angeln kann, beispielsweise. Bei Gabriel. Bei Janosch gibt es so ein paar Steine, die man abbauen kann. Wir teilen uns alles, by the way. Also alles, was wir an Geld und so. Oh, man kann noch nichts fällen. Oh, was wir an Geld verdienen und so. Kommt alles in die gleiche Kasse. Eine Sache kann ich aber von vornherein sagen, ich werde dieses Spiel nicht angeln. Ja, ist ja auch gar kein Thema. Dafür habt ihr doch mich. Ich finde das Angeln hier immer noch besser als bei Cockpit. Ich bin einfach in jedem Spiel die Anglerin. Ist schon in Ordnung. Hier bin ich wenigstens effizient und schnell und kann euch ordentlich was holen. So. Die Bäume lasse ich stehen. Das Gras rühren wir nicht an. So. Genau, das Gras nicht, nur diese Büsche. Janosch glitscht bei mir ganz schön ab und zu. Ja, Janosch ist da irgendwie problematisch. Gabriel weniger. Lustigerweise. Ich muss sagen, also erstmal, machen wir jetzt kurz. Janosch sieht aus wie Dragon Ball. Ja, ich lese zurzeit tatsächlich auch Dragon Ball Romane. Also Mangas, nämlich Dragon Ball Super. Ich bin erschöpft. Das ist nicht gut. Mach nichts mehr, ich bin erschöpft. Dann kannst du die Sense noch benutzen. Dann kannst du noch überall rumrennen und die Büsche wegmachen. Aber nicht das Gras. Ja.
Und welcher Sebastian? Also, ein Dream. Ich sag mir gar nichts. Sag mir woher, ich will's wissen. Oh. Er ist so neugierig. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich Lumis Stardew Valley Streams, also Videos, habe ich sehr lange verfolgt, bis zu dem Punkt, wo ich selber Stardew Valley gespielt habe und weniger weit war als sie. Also sie war dann weiter als ich, habe ich aufgehört. Ja, man will sich ja auch nicht zu sehr spoilern. Genau. So, aber eigentlich ist ja das hier hinten die Ecke, die wir jetzt erstmal am Anfang noch nicht so brauchen vielleicht. Wir können ja jetzt auch nicht schon uns alles Mögliche hier auf die Farm stellen. Wir müssen ja klein und gemütlich anfangen. Der Sebastian von Stardew Valley. Ja, das stimmt. Lumi weiß Bescheid. Ja, Lumi, diese Insider. Der hier. Blonde Joja-Cola-Fan. Ja, wir können uns natürlich auch jeder Einzelne für sich eine Frau aussuchen, oder? Könnt ihr nicht auch heiraten im Multiplayer? Ich weiß keine nicht. Keine Ahnung. Oder eben einen Mann. Oh ja, soll ich das denn... Ihr seid ihr keine Stardew Valley Multiplayer-Experten? Nee, gar nicht. Lass mich überlegen. Nein. Wir werden das jetzt einfach. Ich würde sagen, ich heirate einfach Sebastian. Das passt, ne? Vor der Frisur her passt das. Janosch macht das Gras weg. Sekunde. Nein, da war ein bisschen was dabei, ja, aber ich mach diese Büsche weg. Da war Gras halt in der Nähe. Da komm ich doch sofort und kontrolliere. War ja nicht hier oben? Ich verstehe schon, wohin das führt hier, ne? Ich kann euch keine 2 Sekunden hier alleine lassen. Nee, hier steht ja auch noch das Gras und da oben auch. Das wird schon gut gehen. Vertraut ihm. Majin. Da siehst du mal, wie der Schletti vertraut dir noch. Ja, wir beide. Hallo, ne? Mr. Also, Baum. Hallo. Hallo, Mr. Baum. Und das hier ist Gabriel. Und herzlich willkommen, der ist Mr. Mit Baum. Der Axt ich glaube, Mr. Baum haben wir auch nicht gelesen, ne? So. Ist nämlich jetzt die Frage, wo wir am Anfang unsere ersten Felder hinsetzen wollen. Es muss ja nicht das sein, wo final auch die Felder hinkommen. Ja, die Mitte macht Felder, glaube ich, wenig Sinn, oder? PvP-Moment. Geht nicht. Nee. Schön wär's. Ich probiere es gerade mit Gabriel. Man kann bei Stardew Valley generell keine Menschen angreifen. Oh, langweilig. Was wär's denn, wie wär denn hier oben mit dem leeren Dings für... Mit Feldern. Ja, hier, ne? So in dem Bereich. Ja, können wir machen. Aber es wird schon dunkel und ich bin müde und quengelig und Ich habe noch ein bisschen Energie. Ich würde hier noch so viel wegmachen, wie ich jetzt energietechnisch hinkriege. Ich bin vorbei. Ja, ich bin bei Rot und kurz vor. Es kommt eine Warnung. Wenn die Warnung kommt, du bist langsam erschöpft, könnt ihr noch so 2-mal zuhauen, aber das war's dann auch. Okay. Das Ziel des Spiels ist, glaube ich, Spaß haben. Ja. Es gibt tatsächlich ein Ende. Also man kann Stardew Valley durchspielen, aber man muss nicht. Man kann es einfach immer weiter spielen. Es geht darum, hier sich seine eigene kleine Farm aufzubauen mit Feldern, mit Tieren, mit Angeln beispielsweise oder auch Abenteuern in dunklen, gefährlichen, monsterverseuchten Höhlen. Etc. pp. Man kann alles machen. Und sich auch einfach mit seinen Nachbarn anfreunden und ihnen Geschenke geben jeden Tag. Das geht auch. Ich komme in meine Hütte nicht rein. Wie komme ich in meine Hütte rein? Ich bin mal in Gabriels Bett gegangen. Ich gehe mal in mein Bett. Achso. Ja, genau. Ihr wolltet doch tauschen, oder nicht? Ja, aber ich bin überanstrengend mittlerweile jetzt dadurch. So, aber jetzt muss ich mal verfolgen. Wird es mehrere Teile des Koop-Streams geben? Nein, das wird der einzige Teil bleiben. Es wird nie wieder, also wir finden das voll doof und so. Janosch macht ein bisschen Spaß. Also, es wird mehrere Teile geben. Es wird mehrere Teile geben. Also ich bin ein absoluter Stardew Valley-Fan und ich habe voll Bock drauf, mehr davon zu spielen. Es wird vielleicht nicht jeden Mittwoch sein, weil wir auch noch Koop-Keeper zu Ende spielen müssen, aber... Ich hab Bock drauf, also ich weiß nicht, was die anderen beiden sagen. Ja. Na, bei Corekeeper muss man halt schauen, wie da noch das Interesse ist, weil die letzte Mal, wo ich es jetzt verfolgt habe, war das Interesse an Corekeeper ja auch nicht mehr so hoch. Wir müssen jetzt, aber diesen Tintenfisch müsst ihr noch besiegen. Also der, jetzt habe ich den Moment verpasst, aber es gibt trotzdem jetzt noch eine Keksexplosion. Ich dachte, ich nutze die Nacht dafür, um das noch schnell zu machen, wo die Zeit nicht vergeht. Aber vielen Dank für 10 Daumen nach oben. Sorry, dass ich euch unterbrochen habe.
Und da machen wir ja oben erstmal hier oben, links oben machen wir erstmal jetzt Platz für ein Beet, ne? Ja, genau. Wir haben Post bekommen. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Ihr solltet mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für euch. Willi. Er hat eine Angel. Spoiler. Wir haben so viel über Angeln geredet. Also, dass man in dem Spiel angeln kann, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der große Spoiler. Lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ah, das hier, dass man hier nicht rüberlaufen kann, das nervt schon ein bisschen. Gibt's da oben einen Durchweg? Oh ja, wir brauchen bessere Waffen. Ich brauche Bufffood. Jetzt. Ich bin jetzt schon wieder erschöpft. Was machst du denn so viel? Nee, ich hab doch gesagt, ich war überanstrengend. Er war überanstrengend. Achso, ja, dann ist es tatsächlich ein Problem. Haben wir denn... Nee, essbaren Kram haben wir noch gar nicht. Stimmt. Den pflanzen wir ja gerade an. Ja. So, da wir das Gras ja erstmal nicht wegmachen wollen, würde ich einfach hier unten so ein nettes kleines Fältchen machen. Ja, neben dem Wasser am besten irgendwo, ne? Wie viel habt ihr? Ihr habt auch 15, nicht wahr? Ja, genau. So, das sind 9. Okay, wow, okay, Jano schlägt richtig schlimm. Ja, ich merke es auch gerade bei euch. Das scheint dann also aber... Dann gucken, dass wirklich jeder nur eins macht, ne? Also jeder nur eine Aufgabe. Will Janosch eventuell sonst nochmal gleich nochmal reconnecten oder so? Du lädst aber auch gerade nichts runter oder sowas, nein? Nee, ich bin völlig frei. Nee, nur die 20.000 Gigabyte von... Warte mal. War da nicht was? Ich hab noch welche. Ich auch. Cousin steckt fest oder so, ne? Oh, upsi. Ich wollte gar nicht gießen. Stimmt, ich kann auch tagsüber ins Bett legen. Dankeschön, Andream. Was? Ja, das stimmt. Man kann sich ins Bett legen. Das geht? Ja, na klar. Ihr könnt euch auch auf eine Bank setzen oder ins Badehaus gehen. Badehaus kenne ich, aber Bett und Bank? Wo ist denn hier ein Badehaus? Ganz im Norden, das ist nicht bei uns zu Hause. Das gab es auch schon bei Harvest Moon. Harvest Moon ist ja so der Grundpfeiler des Ganzen. Harvest Moon für Super Nintendo. Oh Gott, ja. Ich muss das betonen, weil das Harvest Moon, was es jetzt gibt, ist nicht dasselbe Harvest Moon. Genau. So, ihr macht das da oben ja schon mal. Ich, mach mal Mittagsschläfchen. Ja, gehe ich genauso, Ich gehe auch ins Bett. Gute Nacht. Okay, alles. Schlafe. Schlafmützen hier. Ich erhole mich. Gott, das ist aber mega wenig. Ja, dafür, dass die Zeit läuft. Mein Gott, es dauert ja aber auch ewig, bis man hier einen Baum fällt. Also, ich habe schon sehr lange Stardew Valley nicht mehr auf Anfängerniveau gespielt. Das ist richtig ungewohnt. Meine ja, Güte. Ja, wenn man wieder anfangen muss, das ist schon nicht so einfach. Man kann ja gar nichts einfach. Ja. So ohne krasse Sprinkler und so. Ja, das finde ich nicht so schlimm. Gießen ist eine Sache, die habe ich eigentlich immer gemacht. Ich liebe diese Sprinkler. Ich mag das total. Ich werf mal Harz weg. Was? Damit wir Platz haben für eine Kiste. Ich habe keinen Platz im Inventar, um eine Kiste zu bauen. Ja, dann schmeißt du das. Also, kann ich das einsammeln? Nee, ich kann es nur in den Mülleimer werfen. Ich würde gerade sagen, aber Kisten hier in der Mitte erstmal, ne? Fürs allererste. Ja, ich kann ja noch mehr Kisten bauen. Du kriegst es nicht aus dem Inventar so raus? Nee. Das ist ja doof. Kann man? Doch, kann man. Ich nehme es zurück, man kann. Ich habe es nur noch nie ausprobiert. Wo bist du? Ihr müsst keinen Kram rauswerfen. Ich habe es schon gelöscht, ist schon weg. Also ich habe es in den Mülleimer geworfen, bevor ich das getestet habe. Verzeihung. Achso, hier sind schon Kisten. Ich habe jetzt auch noch extra gerade erst erstellt, genau. Jetzt werden die schon wieder farbig angeschmalt. Ja, natürlich, damit gleich Unterschied. So. Okay, in die gelbe mache ich jetzt mein Harz rein. So. Ich schmeiß einfach alles rein. So. Ich dachte, damit es unterteilt ist. Oh Gott, so ein Hasenhaar. Ja. Wir sind alle gut drauf und haben uns lieb. Warum spielen wir ja ständig Spiele, wo man sortieren muss? In die Raumschnelle kommt das Holz rein. So. Finde ich gut. Ach, ist ja leider nicht Corekeeper. Kann man nicht so ohne weiteres machen hier. Die Kisten öffnen, während Leute dran sind und so. Und da kommt wir erstmal das hier wieder raus. Genau, nichts wegwerfen. Das kommt hier ja, rein. Ich stand direkt daneben. Ich hätte das Harz auch hier direkt in die Kiste werfen können. Ist wohl korrekt.
Aber Harz bringt auch nicht so viel Geld. Es ist kein großer Verlust. Wir haben ganz schnell wieder das ganze Harz dabei. Gut. Wer kommt auf die Idee, in die grüne Kiste Steine, Kohle und gemischte Saat verstehe ich, und Lehm reinzuschmeißen? Oh, ich habe eine Geode gefunden. Nee, PvP ist bei Stardew Valley nicht drin. Ich bin immer noch für PvP. Ich warne mal kurz vor, es kann sein, dass ich eine Cutscene trigger, weil ich bin gerade in Richtung Stadt gelaufen. Mach doch! Ja, ich wollte mir die Angel abholen. Ich kann doch jetzt nicht einen Tag ohne Angel leben. Oh nein, ein Tag ohne Angel. Das ist übrigens Sebastian. Da haben wir ihn doch. Er hat eine etwas andere Frisur. Janosch hat diesen Pony hier vorne nicht. Wenn er nach unten läuft, finde ich, sieht man es am deutlichsten, dass es nicht ganz dasselbe ist. Diese komische Strähne, die so übers Gesicht vorne geht. Ja, Sam, nicht Sebastian. Sorry. Sebastian ist der Schwarzhaarige. Also ich bin Son Goku. So, Willy gibt uns jetzt erstmal schön eine Angel. Ich verwechsel Sam und Sebastian tatsächlich sehr gerne. Warum auch immer? Weil die oft zusammen rumhängen, das sind beste Freunde. Ich und Gabriel, ne? Na so. Dann habt ihr ja schon mal Ehepartner. Yay! Wie komme ich wohin? Ich muss da irgendwo rüber, dann kann ich in die Stadt und dann kann ich mir auch eine Angel holen. Nicht, dass ich sie würde wollen, aber haben ist besser als nicht haben. Denn Willi ist es auch wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Also ja, holt euch eure Angel ab. Vor 17 Uhr könnt ihr das tun. Na komm, Gabriel, kommst du mit? Ja. Sag mal, warum hast du die, das ist schon wieder umsortiert, die Truhe? Dass das weil es eine doppelt war. Alter. Fantastisch. Da geht's raus. Ach, guck mal, die Lumi hat so ein schönes Haus, ne? Ja, Lumi, ja, ihr Chefin. Seid ja auch wir nur so die Helfer. Ja. Die Farmhände, glaube ich. Hallo, Greenman. Hallo. Hallo, Greenman. Hallöchen. Ja, genau. Margin hat recht. Ne? Ich glitsche nicht. Ich bewege mich einfach so schnell, dass die anderen es nicht sehen. Mhm. Oder na, so. Natürlich. Ich bin Son Goku. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich langlaufe, Janosch, ne? Also. Ja, hier runter. Ihr müsst in den Süden. Ja, so weit fahre ich auch. Ha! Ich skippe mal, ne? Ich skippe mal. Ja, nee, aber es ist auch schon nach 17 Uhr, also. Na, toll. Der Weg hat zu lange gedauert. Aber ich hab trotzdem die Angel bekommen. Haha. Achso, ja, ihr habt gerade Cutscene gehabt. Ah, deswegen habe ich euch nicht gesehen. Ich möchte betonen, Willy ist nach mir an diese Stelle gelatscht. Aber es ist schön, wie Gabriel ist gleichzeitig so einfach so sagen, nee, komm, scheiß auf Angeln, wir gehen weg. Wieso kann ich die Muschel nicht? Achso, weil mein Inventar voll ist. Okay. Ich nehme sie. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Orange. Was gab's denn? Erzähl mal, was gab's denn Schönes? Ich habe heute Pesto mit Nudeln, also Vollkornnudeln mit Pesto und Pinienkernen. Klingt auch nicht schlecht. Es war 0815 Essen eigentlich. Nee, hier muss hier runtergenommen. Ja, Standard Friedhof. Dass man nicht die Friedhofshecken durch kann. Pfeh, wie unrealistisch. Du willst dir natürlich komplett deine Kleidung versauen und dich zerkratzen und sonst was bei den ganzen Dornenbuschhecken. Auf den Friedhof eine Dornbuschhecke? Ja, klar, damit da nicht die Kinder einfach auf den Friedhof rennen. Du weißt schon, dass die Kinder auf den Dörfern auf den Friedhofen spielen. Uella, echt? Wirklich? Oh, ach, das Angeln ist so schön, wenn man eine schlechte Angel hat. Warum wird das leichter mit der Zeit? Ich finde das immer noch schade. Sushi ist auch lecker. Hey, Günman. Nein, ich habe tatsächlich einen ganz modernen, gerade erst seit ein paar Monaten Kurzhaarschnitt. Ich habe wirklich den Rasierer angesetzt und einfach komplett Kurzhaarschnitt gemacht. Ne? Also wirklich so komplett. Okay. Janosch hat sich also die Haare weggesäbelt. Janosch hat eine Glatze. Nee, Glatze habe ich. Ich habe überlegt an Glatze, ne? Ich überlege das gerade, aber noch nicht. Aber so krass Kurzhaare, ne? Ich habe heute erst wieder rasiert.
Sieht gut aus. So, sehr gut. Die Truhe ist leer. Das habt ihr gut gemacht. Dann baue ich sie mal ab. Kennst du aber nicht meine Bolognese-Soße mit richtig Pilzen und ordentlich Hackfleisch. Yay. Was kommt in die Truhe rein? Ja, wenn sobald ich da hin kann, würde ich sie auch entsprechend einfärben. Wird erstmal weiß. Nee, wird sie nicht. Da kommt Fisch rein. Ah, dann kann ich da auch Muscheln reinpacken, das passt. Ja, genau, das passt. Das geht in die gleiche Richtung. Das Problem ist, Gabriel, selbst wenn wir ins verschiedene Bett gehen, die Post kriegen wir immer in den eigenen Postkorb, ne? Also meine Post kommt immer in deinen Briefkasten. Ah, okay. Ja. Dann könnt ihr aber sonst, ansonsten geht nochmal raus und ich lade euch nochmal neu ein und dann muss Gabriel zuerst beitreten oder so. Können wir ja auch machen. Moment mal, ich habe noch Energie. Sekunde. Oh Gott, haben wir uns schon mal persönlich getroffen? Ja. Schon mehrmals. Mehrmals. Ja. Und mit der Faust ins Gesicht. Und tatsächlich schon, keine Energie, um den Baum fertig zu fällen. Schon bevor YouTube losging. Ja. Also gerade ich und Gabriel kennen uns schon deutlich länger als ich und Lumi und Gabriel und Lumi. Ne? Muss man sagen. Ja, wie viel Jahre? 20? 30? Also wir müssten jetzt unser 20-Jähriges haben. Ich glaube auch, ne? Oh, 20-Jähriges, feiert ihr? Es ist 2022, erst 20 Jahre. Ich glaube damals, diese eine LabCon. Ja, war 2002. Ich glaube auch, ne? Ja. Die war 2002, 20 Jahre. Ich glaube auch so in dem Raum, so September, Oktober, also passt ja eigentlich, ne? Ja. Wir haben quasi unser 20-Jähriges. Oh. Und Martin, gegen Basilikum allergisch zu sein, ist schon hart. Was, Basilikum allergisch? Ja. Kirschbombe. Wuhu. Was? Kirschbombe? Mein Tipp ist aber übrigens Bärlauch. Bärlauch ist zwar eigentlich der Knoblauchersatz, aber Basilikum ist so, ja, Bärlauch, Basilikum geht auch. Was ist mit Kirschbombe? Ich habe Minenarbeiterstufe 1 plus 1 Spitzhacken, Effektivität und neues Herstellungsrezept Kirschbombe. Du hast schon ein Level Up. Tja. Streber. Ich habe auch ein Level Up, aber ich habe nicht hingeguckt, was ist. Ich habe noch kein Level Up. Friede. Ja, dann renn halt nicht in der Gegend rum, sondern mach dich mal nützlich. Ja, ich bin hier die ganze Zeit am Holzfällen. Ach, was will das am Bäume fällen. Clint? Ja, Clint erzählt dir Dinge, weil du so ein krasser Minenarbeiter bist. Der krasseste. Das ist so klar. Könntest du jetzt gehen, bitte? Ich mach mal einen Holzfäller. Was habe ich diesen Fehler gemacht, nicht wahr? Ich habe den Baum in die falsche Richtung gefällt. Wo ist der Magnetring, wenn man ihn braucht? So, ich habe jetzt Blaupausen für einen Schmelzofen bekommen. Also Marcin, ich muss ja mal sagen, ne? Mindestens Bronzezeit. Mindestens Bronze. Clint, halt mich nicht länger. Ich muss arbeiten, Clint. Geh doch einfach mal weg. Es regnet. Dankeschön, Andream. Das kann ich am besten. Aha. War Lumi nicht die... Egal. Ja, was wolltest du sagen? Oh, alles gut. Ich glaube, es wird gleich eine Hütte frei. Ja, weil ich im Knast lande, weil ich Clint gleich... Ich finde das gut. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich weiß leider nicht mehr, wer das damals gesagt hatte, aber bei einem der früheren Stardew Valley Streams hatte ein Zuschauer sich lang und breit darüber aufgeregt, wie doof Clint doch ist. Und ich finde das gut, dass diese Sympathien offensichtlich bei einigen ähnlich liegen. Ah, okay, Kreuzallergie vom Heuschnupfen. Ja, kenne ich leider. Mein Problem ist leider ein sehr tragisches und trauriges Schicksal. Ich habe tatsächlich eine Milcheiweißallergie. What? Ja, also keine Laktose, das wäre schön. Dagegen kann man was machen. Nein, ich habe tatsächlich eine Milcheiweißallergie. Das heißt, nichts, wo Milch drin ist, darf ich theoretisch essen. Diese Allergie ist glücklicherweise nicht ganz so schlimm. Also ich kann
so einmal alle einmal in der Woche kann ich durchaus essen, das geht. Anderer Punkt, der mich mein Leben lang begleitet hat, was ich auch nie wusste und dann irgendwann mich gewundert habe, warum denn meine Blutwerte so miserabel sind. Ich habe eine richtig schwere Mandelallergie. Was? Ja, und ich wusste davon nichts. Und es ist auch nicht so, dass mir irgendwas zuschwillt oder sonst was, aber mein Immunsystem denkt sich dann mal, ach nee, ich randaliere mal im restlichen Körper. Und ja, war ziemlich blöd, weil meine Ärzte haben sich immer gewundert, warum sind denn ihre Leberwerte so scheiße, Entschuldigung die Wortwahl, und haben dann halt auch mal gesagt so, hey, ja, das ist Fettleber, sie sind einfach zu übergewichtig, dumm gelaufen, müssen was machen. Mhm. Ich habe mal Mandeln weggelassen und auch, ja, also auch kein Käse, genau richtig. Also habe ich Milchprodukte weggelassen, ich habe Mandeln weggelassen, siehe da, meine Leber ist vollkommen in Ordnung. Das lag nicht an meinem Gewicht. Tja, so kann es gehen. Das Leben kann viel schöner sein. Bis auf das kein Käse, das ist tragisch. Das ist ernsthaft tragisch. Weil vegane Alternativen sind keine Alternativen. Und Fun Fact, häufig mit Mandeln. Ja, das ist der andere Witz an der ganzen Sache. Aber das ist schon ein bisschen meh. Weil ich liebe Käse. Käse ist einfach njam, njam, njam. Ich bin so froh, dass ich nur Allergien habe, die sich auf die Atemwege beschränken und nicht auf Lebensmittel. Warum haben wir so dermaßen viele Truhen? Weil ich welche gebaut habe, neue. Fängt es jetzt schon an, dass wir so viele Truhen brauchen? Da stehen jetzt 7 Truhen, also immer, auch noch eine ungerade Anzahl. Mehr immer. Okay, warte. Und Wege? Wir brauchen immer Wege. Wege machen uns schneller. Ja, Martin, ich finde das eigentlich gut. Steak mit Steak auf Steak und dazu eine Steaksoße auf Steak. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Ernsthaft? Wege? Cool. So, wo hatte ich Holz reingeschmissen? Ich hatte Holz hier reingepackt. Da ist wahrscheinlich nicht mehr viel da. 135 ist noch da. Ich pflanze mal unsere gemischte Saat an. Hallo Nani. Okay, mach das. Hallo. Grüß dich. Hallo Nani. Der Retro-Sonic ist wieder unterwegs. Bru, vorsichtig bei zu viel Caps Lock schreiben. Der Bot ist so eingestellt, dass er darauf allergisch reagiert. Das heißt, im schlimmsten Falle kann es sein, dass du gleich mal gebannt wirst vom Bot für ein paar Sekunden. Also vorsichtig. Nicht, dass du gleich überrascht, dass du auf einmal weg bist. Das kann halt passieren. Wer hat doch gleich den Shop hinterher geschoben und den Bot zu beschäftigen, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Aber Bruder, trotzdem, also Caps Lock, ne? Nicht nötig, wir lesen alles. Nein, das ist ja auch, er meint es ja auch lieb in dem Sinne. Ja, alles gut, alles gut. Das war jetzt einfach nur die Sache, dass halt der Bot so eingestellt ist und bevor es genau, dann genau. Eine hässliche Überraschung gibt, die muss ja nicht sein. Vor allem nicht, wenn man es lieb meint. Und richtig. Der Bot löscht auch quirkend. Was? Ja, ja. Der ist, ja, es sind ja, dann, es sind dann tatsächlich alle Nachrichten von der Person weg. Ja. Der Bot ist böse. Gut, pass auf. Nightbot ist ein... Ja, also ich will jetzt nicht komplett auf Nightbot schieben. Es ist ein YouTube-Problem. Ja, ja, alle nehmen Nightbot in Schutz. Dabei ist der faul. Nee, es ist ja auch, wenn wir jemanden irgendwie mal für 30 Sekunden muten ich oder weiß. So und ihm einen Timeout geben, dann sind auch alle Nachrichten weg. So, ja, aber vielleicht will man das gar nicht. Mhm. Ja, YouTube. Aber man kann es nicht anders einstellen. Das ist ja leider so ein bisschen das Thema. So. Ich überlege gerade, ob wir eine Ecke uns überlegen sollten, wo wir die Bäume stehen lassen und die da auch sich ein bisschen verbreiten lassen. Also, dass wir uns so einen kleinen eigenen Wald irgendwo anpflanzen. Links unten, oder? Ja, sonst bei mir so. So. Die rechte untere Ecke über den Steinfeld so. Weiß ich nicht so, ob das geht. Ja, es geht überall. Man kann ja die Sachen, also hier das Saatgut von den Bäumen einfach in den Boden pflanzen.
Weil dann nehme ich doch einfach noch die Steine und sowas weg, dass da genug Platz ist für die armen kleinen Pflänzlein. Ja. Ja, Clints Liebesgeschichte ist schon etwas tragisch, das stimmt. Aber eigentlich ist ja die Love Story von jedem tragisch, der hier einen von den Singles daten möchte. Also finde ich jedenfalls, weil sie kommen ja auch nicht zusammen. Was, Willi? Ich habe gerade das schwarze Brett mir mal angeschaut, was es aktuell für Anfragen gibt. Und Willi hat einen Zettel dran gehangen. Ich brauche Goldbarren. Die brauche ich auch. Um ihn auf mein wundes Ohr zu reiben. Bitte bring einen davon bei erster Gelegenheit. Alles klar, das ist halt wieder mal so dieses typische auf den Esoterik-Heini reingefallen, ja? A.k.a. Ich muss auf Gold schlafen. Ich will mich in Gold betten. Mhm. Also wenn er häufiger auf Gold schläft, weiß ich, warum sein Ohr wehtut. Drache. Ich wollte es mal gesagt haben. Ja. Drache. Ja. So. Die einzigen, die auf Gold schlafen, sind Drachen. Ja, und Zwerge. Doch. Es geht doch nichts über ein ordentliches Bett aus purem Gold. Da haben wir ihn. Da haben wir Sebastian. So, aber auch er hat hier diese Strähne, die so über die Seite geht. Aber Gabriel, nutzen wir jetzt hier unser eigenes Haus oder? Können wir auch machen, aber wir können auch einfach so das jetzt machen wie bis jetzt. Sag mal, kann man eigentlich in dieser Pfütze angeln, die jetzt bei uns Ja. Es ist halt so, dass man dann häufig Müll bekommt, aber man kann angeln. Okay. Und ganz unten links ist ein richtiger See, wo man dann auch tatsächlich immer Fische bekommt. Also häufig. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie man hier angelt. Rechte Maustaste war das dann, oder? Da kommt, steht doch ein Text daneben, wenn du zum ersten Mal die Angel auswirfst. Nee, leider nicht. Den Text hast du wahrscheinlich bekommen, weil wir alles teilen. Das kann gut sein. Ich kann es dir gerade nicht sagen, mit der linken Maustaste steuerst du den grünen Balken. Also wenn, nee, es kommt ja gar nicht der grüne Balken. Er macht dieses Du-Du, dieses gute Piepen da halt. Da muss ich ja irgendwie anziehen. Ja, mit links. Ja, dann ist es aber sofort weg. Dann ist die Angel sofort raus. Wenn das Ausrufezeichen nicht aufploppt, dann war es auch kein erfolgreicher Angelversuch. Ah, okay. Also wenn die Angel nur so ein bisschen zuckt, bedeutet das gar nichts. Wenn die Angel ein bisschen zuckt und dieses komische Geräusch kommt, dann hat das nichts zu bedeuten. Alles klar. Dann weiß Im gleichen ich, Moment ich, kommt ja das Ausrufezeichen. Nein, eben nicht. Ihr wolltet doch eh nicht angeln. Ja, geh, man könnte sagen, das steht für Gold. Genau, Green Man. Oder Geld. Ich sag dazu immer Geld, aber auf Englisch steht da auch ein G. Also, ja. Ich habe auch ein Level Up. Plus ein Axt-Effektivität. Und ich kann jetzt die wilde Saat herstellen für den Frühling. Und Müsli-Riegel kochen. Lustig, bei mir stand, ich warte auf 2 von 3 Spielern. Ja, weil du darauf gewartet hast, dass ich den Text abhake. So wie ich vorhin darauf gewartet habe, dass du deinen Text abhakst. Ja, ja. Immer müssen wir warten. Warten. Gut, dann versuche ich das mit dem Angeln nochmal. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, endlich was zu essen. Ich wünschte, so wäre es, Ella. Wir haben noch keine Küche. Ohne Küche wird das, glaube ich, nichts. Oder kann man das hier herstellen? Ah, man kann das hier machen. Ich nehme alles zurück. Also, wenn das Ausrufezeichen kommt und ich drücke die linke Maustaste, zieht er die Route sofort wieder raus. Ja, ich gehe jetzt gerade runter zu dem See bei uns auf der Farm und checke das mit dem Angeln einmal. Also mit links auswerfen. Nee.
Ich kann nicht angeln. Das klappt nicht. Dann wartet man. Lange. Ja, und dann mit links klicken. Und dann zieht er die Angel raus, aber es ist halt auch gegebenenfalls was Cooles dabei. Oh Gott, ich hasse das Angeln hier. Wieso geht der denn ganz nach oben? Toll. Naja, gut. Es liegt eine Joja-Cola ganz unten auf unserer Farm. Wenn jemand Platz im Inventar hat. Ja, habe ich. Hey, ich habe einen Gotteslachs geangelt. Das ist doch cool, von wegen, du kannst nicht angeln. So. Ganz unten komme ich jetzt aber nicht bei uns auf die Farm, weil die ist zu weit weg. Ja, das, Janosch war auch da. Okay. Was? Weil Janosch so leise ist und nichts sagt hier. Also ich bin an Janosch vorbeigelaufen, also. Aber Janosch lässt hier auch ganz viel liegen. Oh ja, Cola. Yay. So. Okay, ihr Bäume, ihr müsst hier auf jeden Fall weg. Ihr nervt mich. Wart ihr schon hier gießen? Eigentlich was? Nein, ich gieße mal. Ach, ist das schön im Hintergrund die ganze Zeit die Holzfällergeräusche. Macht noch mehr Kisten. Nein, Drew, nein. Mehr Kisten, yay! Wie baue ich denn hier eigentlich was? Wenn du Escape drückst auf den Hammer bei Herstellung und dann siehst du, was du aktuell herstellen kannst. Was brauche ich denn? Ich brauche 10 Pflanzenfasern. Für ein Lagerfeuer will ich nicht bauen. Ich möchte einen Schmelzofen bauen. 20 Kupfer, 25 Stein. Wie viel Kupfer habe ich denn gesammelt? Du hast schon Kupfer gesammelt? 9. Ja. Hey, ich bin der Steinman. Natürlich habe ich Kupfer gesammelt. Aber ich habe immer leider nur 9 Kupfer zusammen. Das heißt, das dauert noch eine ganze Weile. Ja, dann müssen wir halt mal auf die Farm gehen. Auf die Mine, in die Mine gehen. Ja. Ich würde jetzt erstmal hier mich ein bisschen, also noch weiter bei der Farm mich drum kümmern. Du gießt ja gerade fleißig. Ja. Bin Haben schon fertig. Noch Samen, die wir einpflanzen können, wollen, sollen. Die Schmetterlinge kann man leider nicht fangen. Ich habe keine Samen gesehen, ehrlich gesagt, außer die für Bäume. Aber man kann später sich als Dekorationsobjekt, ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist, einen kleinen Glaskasten ins Haus stellen, wo echte Schmetterlinge drin rumfliegen. Wie auch immer das professionell heißt. Ein Terrarium für Schmetterlinge. Ein Vivarium. Ah, okay. Bei Insekten ist es ein Vivarium. So, hier oben ist übrigens, ich mache da mal ein bisschen Platz, das Grab von unserem werten Großpapa. Ich habe schon wieder keine Energie mehr. Gott. Kann ich Müsli-Riegel bauen? Ja. Snacken wir mal kurz. Wenn jemand von euch keine Energie mehr hat, sagt mir Bescheid, ich kann Müsli-Riegel machen. Wie machst du die denn? Habe ich gelernt bei meinem Level Up. Achso, okay. Und wie machst du die dann? Also wie? Bei Unterherstellung mit Eichel, Ahorn, Samen und Kiefernzapfen. Oder was genau meinst du? Okay, also das macht man auch alles. Also Essen macht man auch unter Herstellung. Nee, Essen macht man in der Küche. Der Müsli-Riegel ist so ein Snack, den du unterwegs zusammen mischt. Okay. Oder du brauchst halt ein Lagerfeuer, glaube ich, zum Kochen, oder? Nee, Lagerfeuer ist nur Licht. Ich nehme es zurück. Aber normalerweise machst du Essen in der Küche, nur haben wir halt keine. Wieso heißt es eigentlich Kirschbombe? Du mischst 4 Kupfererz und eine Kohle und kriegst dann eine... hast eine Bombe im Endeffekt.
Ja, Kirschbombe ist eine Bombe. Die heißt nur Kirschbombe, weil sie so aussieht wie eine Kirsche. Na toll, und ich habe mich gefreut, hier um was Vernünftiges. Der Großvater schreien. So. Aber wenn es so heftig bumm macht, dass man Abstand halten soll, dann ist es. Dann ist Kirsch groß, dann ist das Zeug aber verdammt heftig. Und ja, weiß, nicht so viel Abstand. Und ich weiß ziemlich genau, dass Kupfer und Kohle zusammen nicht reagieren. selbst Kupferoxid. Oh, Janosch ist gegangen. Hm. Janosch? Ah, er ist auch. Er ist einfach weg. Muted. Hm, okay. Weiß ich leider nicht. Hm, keine Ahnung. Manchin fragt doch gerade, wo Janosch ist. Ja, anscheinend. Er ist jetzt kurz auch AFK. Ja, vielleicht musste er kurz wohin oder hat es an der Tür geklingelt oder was auch immer. Wichtigen Anruf bekommen. Ja. So, ich gehe jetzt nochmal ins Dorf, weil ich will mir da noch mehr anschauen. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich weiß nicht genau, woher ich das alles weiß, aber so ein inneres Verlangen zieht mich hier hin. Janosch, bist du wieder da? Ja. Ah, okay. Ah, Was war denn los? Ich habe einen Reconnect, also... Dein Internet mag dich gerade nicht? Ja, ich merke schon. Mit Alex habe ich es mir direkt versaut. Upsi. Das so. Ist ja aber doof. Ah, du bist nicht bei Problemfon, ich hatte Vodafone. Ja, doch. Wahrscheinlich. Na, wir schauen das mal. Würde vielleicht auch das Rumrutschen erklären. So, ich bin beim Archäologiebüro. Der gute Gunther will nämlich ganz viele Artefakte sammeln, denn in diesem wunderschönen Museum gibt es überhaupt nichts anzuschauen. Nur Bücher. Müssen eigentlich die Bäume mit einem gewissen Abstand gepflanzt werden, oder? Ja. Ich dachte, weil das Buchsymbol da ist, probiere ich mal, ein Buch zu lesen. Aber anscheinend gab es kein Buch für mich. Heute gibt es leider kein Buch für dich. Der neue Bauer. Ich bin kein Bauer, ich bin Viehwirt. Moment. Ich habe ja in dem anderen Let's Play Lia geheiratet. Das ist eigentlich die Frau, die sonst Elliot bekommen würde. Aha. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lia nicht wirklich geheiratet habe, damit Elliot sie nicht bekommt. Elliot ist einfach so unsympathisch. Du bist ja nett. Ja, genau. Deswegen hatte ich eigentlich überall so ein bisschen geklickt an Dream, aber vielleicht habe ich es wirklich einfach nicht erwischt. Ich lese die Bücher auch nie. Ich klicke die eigentlich immer nur an, damit dieses Symbol weg ist und das einen nicht stört. Weil ich das eben total anstrengend finde. So, nochmal eine blöde Frage. Muss man die eingepflanzten Bäumchen gießen? Ja, noch nein. Da haben wir eigentlich absichtlich stehen gelassen, die Bäume, wo du gerade fällst. Was? Hier? Ja. Da, hier soll der Wald hin. Okay. In die Ecke. Gute Joja-Cola abends um 8:30. Warum nicht?
Ja, man sieht jetzt mal, wie dunkel Stardew Valley ist, wenn man keinen Leuchtring hat. Planet Crafter müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Oh ja. Ich verstehe das Angeln hier nicht. Das macht nichts. Ich angel einfach für euch. Ja, aber es gibt halt einen Ausruf, also es gibt dieses Bling Bling, dann gibt es das Ausrufezeichen, dann hole ich es ein und dann ist halt weg. Hältst du gedrückt oder so? Nein. Und du kriegst auch nichts anderes, du kriegst nicht irgendwie Fasern oder sowas? Nein, gar nichts. Ich hole dann einfach nur die Angel ein. Und du angelst immer an demselben kleinen Loch? Gerade ja. Vielleicht mal das Loch wechseln. Ja, ich habe es auf dem See versucht, seitdem funktioniert es nicht mehr. Ich habe beim See auch schon geangelt, erfolgreich. Ja, im kleinen Loch hatte ich bis jetzt. Jetzt habe ich was. Treibholz. Ich finde es auch ganz schön, ehrlich gesagt, so abends durch die Dunkelheit. Der Leuchtring ist ja einfach wirklich... Ich meine, man kann sich ja Lagerfeuer und sonst was bauen. Aber mir fehlt ehrlich gesagt die Energie. Also, ja, das fällt super auf. Kriegt man nachher mehr Energie oder einfach nur durchs Essen? Ja, man kriegt mehr Energie. So, es beginnt schon, Leute. Es tut mir leid. Mein Inventar ist voll. Sag mal, Janosch. Was an da pflanzen wir den Wald war jetzt irgendwie... Fällst du schon wieder unten links die Bäume? Unten rechts meine ich? Unten rechts wollten wir den Wald hinsetzen, oder? Ja, tut er. Sag mal. Was ist denn los, Janosch? Prost. Ah, du gehst auch diesmal in die Hütte, alles klar. Okay, dann gehe ich in die andere. Ja, weil die Post kommt einfach dahin, ne? Es kommt so gut wie nie Post, aber ja. Wenn, dann schon. Okay, dann machen wir das so. Alles klar. Das kann natürlich auch sein, dass Gabriels Reaktionszeit nicht reicht. Ha, heute ist Post da. wenn das Ausrufezeichen beim Angeln kommt. Es ist nur Werbung. Werbung vom Joja-Markt. Hm. Keine Ahnung, irgendwas mit 25 Steinen, 1000 Gold, keine Ahnung, nicht gelesen. Richtige Einstellung. So, am Gewächshaus vorbei. Ich bin hier zum Arbeiten und nicht um irgendwelchen komischen Leuten irgendwelche Gefälligkeiten zu tun. So sieht's aus. Die anderen Kisten sind meines Wissens nach noch alle leer, deswegen haben sie auch keine Farbe. Wir sind so leicht asynchron, da klingt das Gießen richtig gut. Ich fülle dich wieder auf. Du stellst dich hier hin und drückst linke Maustaste. Ah, genau. Jetzt hat das gemacht. So. Ich mag es, dass ihr zwei unterschiedliche Hütten habt. Ich will Pilze anbauen, ich will Pilze anbauen. Pilze kann man leider nicht anbauen. Kann man nicht, ich dachte. Nee. Man kann später in der Höhle sich dafür entscheiden, dass dort immer Pilze wachsen. Aber die wachsen halt dann auch so, wie sie wollen und die Art. Aber du hast da auch keinen Einfluss drauf. Leider. Hallöchen, Gameboy. Was wollen wir jetzt eigentlich gleich machen, damit wir hier mal so einen kleinen Plan reinkriegen? Also ich wollte noch ein paar mehr Fische holen, aber wir können gerne am nächsten Tag mal in die Mine oder auch heute. Okay. Weil Undream schreibt auch gerade, dass das gar keine Werbung war, was ich da verächtlich weggeklickt habe. Sondern die Info, dass man jetzt in die Mine kann. Ich lese mir doch keine Benachrichtigungen vom Joja-Markt durch.
Ich lese mir generell keine Benachrichtigungen durch, gehe mir vollkommen auf den Keks hier. Ich will eine Farm bauen und nicht mit irgendwelchen fremden Leuten hier quatschen. Nur weil die hier schon ewig leben, ist es doch nicht mein Problem. Ja, Green Man, aber ich persönlich sehe gemischte Saat auch nicht so als gezieltes Anpflanzen. Denn das ist ja random, was draus wächst. Und da können auch normale Pilze wachsen, aber muss halt nicht. Sag mal, Bruder, du möchtest, dass wir da irgendwie Schwierigkeiten mit den Kisten kriegen, hä? Er ist für das absolute Kistenchaos. Ja, ich sehe es auch so. Und was ist in der Schatztruhe? Kohle. Yay, mehr Geld. Ja, ich habe es jetzt schon wieder weggeworfen. Ich weiß. Aber nicht die Kohle. Das heißt, morgen früh dann in die Mine reinrennen, ja? Ja. Würde ich vorschlagen. Ja. Okay. Warum habt ihr Dekorationen hier drin? Wer hat seine Deko abgebaut? Na, ich nicht. Outet euch. Der Schweigsame. Ja, da steht nämlich der Tisch, die Blume noch auf dem Tisch. So, haben wir eine... Moment, ich habe ja hier einen Fisch drin. Dann Steine. Haben wir eine Mülltruhe? Nee, ne? Nee. Also wir haben genug Truhen. Du kannst eine Mülltruhe draus machen. Die Mülltruhe ist die hässliche. Und was ist jetzt für dich hässlich? Die lilane. Warum, okay, warum noch mehr Truhen? Wer hatten sie? Wer da? Nein, du hast sie gebaut. Ja, nein. So, Pastinaken sind leider noch nicht fertig. Weil man die Zeitung mit dem Recycler noch verarbeiten kann, Undream. Und ich, ja. Es tut mir leid, der Cutscene ist von alleine gekommen. Ja, ja, von alleine. Aber dann, Moment, ich muss ganz kurz. Was sollte ich sagen? Die Alge, die ich weggeworfen habe, die finde ich halt nicht so sinnvoll. Langfristig. Einmal nicht in den Chat. Was für ein Schandfleck, das alte Gemeinschaftszentrum. Darum geht's. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Jetzt schaust hier einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Ihr habt's gehört, geht raus, beschäftigt euch mit eurer Gemeinde. Aber lassen wir das, ich klinge wie ein alter Trottel. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Hier, lass uns reingehen. Was ist das? Vincent und Jazz müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Das heißt doch aber, dass zwei Kinder hier waren. Reicht das nicht? Dass man das Gemeinschaftszentrum wieder eröffnet und so? Naja. Was ist das? Was? Es ist weg.
Was ist los? Ist dir schlecht? Du hast etwas gesehen? Ja, es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Nope, das ist keine Ratte. Es ist grün. Ich mache mir Sorgen um dich, Lumi. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Ich mache mir Sorgen. Ciao, erstmal essen. Alles klar. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die eine oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Hm. Ich glaube nicht, dass wir diese Ratten fangen werden. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Hallo, Tolly Games. So, jetzt auch von mir hallo. Ja, ich wollte Lumi nur nicht unterbrechen, die ist halt ständig irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs und muss Dinge auslösen. Cutscenes sind halt ein bisschen doof, so global. Ja, deswegen bleib mit den Hintern zu Hause, können wir dich um die Farm. Ja, aber ich habe alles gemacht, was es zum Machen gab. Nee, dann mach was anderes. Ich freue mich doch nur darauf, dann morgen schön mit euch in die Mine zu gehen. Und ich quatsch halt hier mit vielen Leuten. Ja, genau. Lass das. Ich gehe jetzt mal in das Gemeinschaftszentrum rein, nur so zur Warnung. Es könnte sein, dass ich gleich wieder... Ich angel gerade, nein. Okay. Ich weiß gar nicht, ob da eine Katzin kommt, ehrlich gesagt. Ist mir vollkommen egal. Nein. Ich darf nicht. So, jetzt kannst du reingehen. Okay. Haben keine Cutscene. Ich kann es gar nicht lesen. Oh nein. Achso, ja, die Pastinakengeschichte. Ja, mit Menschen reden ist tatsächlich sinnvoll. Vor allem, wenn man nicht mehr so viel Energie hat. Immer eine gute Beschäftigung. Bisschen in den Mülleimern wühlen. Außerdem auch ein schönes Hobby. Ja. Ob Janosch noch da ist, ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Aktuell ist er gemutet. Er scheint wohl akute Internetprobleme zu haben. Ja. Nee, ich bin da. Okay, bist nur... abgelenkt. Ich wollte kein unterbrechen. Okay. Alles in Ordnung? Ja, ja. Okay, gut. So. Wo machen wir sowas wie Zeitung und so ein Blödsinn in die rein? Hässliche Truhe. In die hässliche. Okay. Das ist die Mülltruhe. Okay. Machen wir da auch Treibholz rein? Ja. Okay. Dann muss ich das nochmal umlagern. Houston. Ah, ich achte einfach nicht drauf. Ich persönlich würde wieder die Alge wegwerfen. Aber na gut. Ich werfe hier gerade beim Angeln ungern was weg, weil ich das alles ins Wasser werfe. Wenn man es einfach nur zur Seite legt. Nur so zur Erklärung, warum ich beim Angeln dann lieber die Sachen im Mülleimer aufbewahre. Hm. Naja, das kann man ja noch gebrauchen, oder nicht? Oder so. Ich hab keine Ahnung. So. Ja, Saat werfe ich mal noch rein. Habt ihr denn... Ja, sehr schön. Du hast gegossen. Ja, aber hol die Streams ganz in Ruhe nach. Die laufen ja glücklicherweise nicht weg. Ja, Alge sowohl, gleich Zeitung.
Sowohl die Streams als auch die Videos, sie bleiben alle online. Okay, ja, genau. So. Ich habe mich schon mal ins Bett gelegt. Jo, und dann rennen wir morgen sofort los in die Mine. So sieht's aus. Das ist zumindest der Plan. Ich weiß, ich habe noch ein bisschen Energie. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Baum fällen können und so. Yes, Fischen, Level Up. Ich krieg kein Level Ups mehr. Minenarbeit. Yay. Yay. Hui. Kirschblüte. Der Zauberer sagt, ich soll ihn mal besuchen. Verschwindet. Rabenviecher. Nein, Raben, die uns die Naken weggefuttert haben. Ja, das kann passieren. Wir haben keine Vogelscheuche. Ja, ich muss mal ganz kurz die Pastinaken, die wir da haben, ernten. Können wir eine Vogelscheuche bauen? Nein. Nicht alle ernten. Okay, wie viele sollen da bleiben? Es reicht, wenn jeder von uns eine erntet. Aber Janosch muss eben auch eine ernten. Alle anderen kannst du ernten. Ich bin dabei. Yeah. Geht nur darum, dass wir die Mission auch abhaken. Bevor jetzt hier die Vögel hier alles wegfuttern. Echt, ja. Also der Stardew Valley Multiplayer ist durchaus als ein schönes kleines Multiplayer-Mittwoch-Projekt geplant. Da gibt es noch mehr Streams dazu. Genau. Wir haben Geld. Money. Money, money. Und schon sollen wir einen Hühnerstall und sonst was machen. Hühnerstall finde ich gut. So, und jetzt ab in die Mine. Hopp, hopp, hopp. Hast du Hühnerstall, hast du auch schon das Geld gekriegt für die Mission? Ich habe 100 Gold bekommen. Okay. Schade. Missionen gelten nicht für alle. Die Mission muss jeder für sich alleine machen. Das ist ja das Ätzende. Nee, ich dachte aber, wir würden alle das Geld kriegen. Also ich dachte eigentlich auch, dass wir geteiltes Geld haben. Ja. Ja, das war eigentlich der Plan. Jawohl. Ja, ja, ja. So, wo lang? Da. Verzeihung, ich bin weggerannt. Ich laufe auch sonst diesen Weg hier nicht, muss man ja sagen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich hin muss, deswegen gerade. Wo bist du denn? Da. Ja. Ich hatte jetzt kurz noch auf Janosch gewartet, dann war ich verloren. Ja, Janosch ist schon weggedüst. Ja, ich habe gesehen, dass er mich geholt hat, aber weg war aus dem Rand des Bildschirms. Du dumm. Ach, so schöne Blütenblätter hier. Und ab in die Mine. Mine, Mine, Mine. Laber mich doch nicht voll. Ja, ja, ja. Ist okay, Marlon. Ja, es hat sich jetzt verlassen. Ja, schön, dass da noch Erz drin ist. Ich finde das gut, wie du den Text vorliest. Ich lese ihn nicht vor. Doch, doch. Ich finde schon, du hast alles Wichtige gesagt. Mhm. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Ja, gib mal die Waffe her. Dann brauchst du das alte, schattige Schwert. It's dangerous outside. Ja, das nennt man übrigens auch Müllentsorgung. Boah. Ja, schön, du bist... Ja, 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 ja. Und ja. Darf ich jetzt? Danke. So. Boah. Ach so, der funktioniert die ja noch. Die Treppe, rein. Ja. Ja, 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 ist mir gerade eingefallen. So. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich brauche hier auch mal meine Minen. Upgrade-Geschichte. Wow, Schleim-Action. Ich dachte, Janosch ist ja schon da und so. Ich dachte auch, dass das schon weg wäre, das Problem. Na. Ja, wir sind nicht stark genug. Naja.
Oh, ich muss das Schwert richtig ausrüsten. Das ist so nichts. Aua. Aua. Ist so, als ob ich mit Watte versuche. Ja, der Vergleich ist ganz gut. Okay. Ich will auch einmal Kupfer abbauen. Wundervoll. Achtet auf eure Gesundheitsanzeigen. Ja. Zwei Drittel, das passt. Also wenn ihr Hunger habt oder so, dann mache ich euch Müsli-Riegel. Oder wenn ihr es noch nicht selber machen könnt. Oha! Ich mache halt einen Schaden teilweise nur. So. Der macht niemand mehr Schaden. Achso, er ist noch da. Da hat die Tarnung funktioniert. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ich habe leider keinen Platz mehr, um den aufzuheben. Im Inventar. Dann, Moment, ich werfe die Steine raus. Ja, bin da. Achso, man muss das im Menü machen. Sekunde. So. Ah, es hat nicht geklappt. Moment. Ja, jemand hat sie eingesammelt. Passt. Ja, ich glaube, Björn hat sie bekommen. Genau. Hoffe ich. So, weiter geht's. Ja, ich weiß mit der Karte, das weiß ich tatsächlich sogar, aber da müsste ich ja da reingucken. Oh, so viel Kram. Ich habe einfach keinen Platz mehr. Das ist jetzt ein Problem. Hat jemand Kupfer oder Kohle im Inventar? Ich habe Kupfer und Kohle. Ja. Okay. So, dann habe ich jetzt noch, dann liegt jetzt noch ein Topaz. Ich habe aber nichts, was ich euch geben kann. Ja, Topaz. Das heißt, ihr müsstet das untereinander abklären. Sonst Kupfer raus oder sowas? Oder Steine raus? Dann ja, ihr könnt ja eure Steine noch zusammenstecken, oder nicht? Ja. Janosch, möchtest du wertvoll sein und den Topaz mitnehmen? Ja. Dann schmeiß mir mal die Steine hin. Oder was auch immer. Oh, okay. Yes, mit ein bisschen Management klappt das hier doch. Einwandfrei. Die Blume weg? Ja. Die Blume, die man aber doch auch essen kann, ohne dass sie einem was gibt? Und die wertvoll ist? Ihr habt ein seltsames Ressourcenmanagement. So, ein Schleim ist noch da. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Ebene weitergehen wollen, wenn wir jetzt schon keinen Platz mehr haben, alle. Na, Fahrstuhl müssen wir erst noch aktivieren, ne? Fahrstuhl gibt es ab Stufe 5. Ich wollte gerade sagen, sonst lass uns doch eine Etage tiefer gehen. Also, bis wir 5 sind. Ja, können wir machen. Weil die Alge ist jetzt, glaube ich, nicht so wild, oder? Nö, ich finde die auch nicht wichtig. An Dreams ist die sehr wichtig. Ihr habt andere Prioritäten. Und wenn ihr Energie braucht, wie gesagt, ich habe 2 Müsli-Riegel dabei. Ja, dann ein Müsli-Riegel. Aber ich kann ihn ja nicht aufnehmen. Ach so, ja, das ist wohl korrekt. Dann müsstest du was anderes auf den Boden werfen. Ja, dann gucken wir jetzt, bis wir die Leiter haben und dann gehen wir da durch. Hier liegen noch sehr viele Steine so lose rum. Ja, ich hole sie mir. Aber wenn wir die Leiter haben, können wir ja dann auf Ebene 5 gehen. Und ich glaube, da hat man dann den Fahrstuhl auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doch, ich glaube. Ich weiß halt nicht, ob der automatisch funktioniert oder man den erst freischalten muss quasi. Das ist zu lange her. Wir werden es herausfinden. Ich habe noch keine Leiter. Hat jemand von euch schon eine gefunden? Nein. Ich habe eine. Jetzt bin ich allerdings tatsächlich komplett erschöpft. Ich muss mal selber einen Müsli-Riegel essen. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich kann die Kristalle nicht aufheben. Ja, das macht nichts.
Oder möchte, ja, dann ansonsten. Ha, Level 5. Okay. Yep, wir können den Fahrstuhl nutzen. Ja, ist egal. Wunderbar. Dann gehe ich auch direkt raus. Ja. 5 oder 0? Können wir das auch schon machen? Nee, wollte schon sagen. Wie viel Geld hast du denn eigentlich, Lumi? 600. Ach, auch 600. Ja, ja. Deswegen meinte ich ja, ich hatte jetzt gedacht, dass wir alle die 100 eben bekommen. Oh, Abigail spielt auf ihrer Querflöte. Ich interessiere mich hier für keine Frauen oder sonst irgendwas. Ich will nur in meiner Farm arbeiten. Lasst mich doch alle in Ruhe. Geh weg, schwarzes Brett. Oh, dass ich mich einfach bis zur Erschöpfung abgearbeitet habe. Ja doch, ich denke schon. Gabriel hat ja gesagt, er hat das Geld abgeholt. Ich habe 600, also von daher denke ich mal schon. Ja, du musst das manuell machen. Jetzt 700. Ja. Ja, okay, dann habt ihr das noch nicht manuell gemacht. Okay. Okay. Ich dachte, weil du auch von 100 geredet hattest, Gabriel. Ja, weil ich halt auf 600, deswegen... Ich hätte einfach 100 Gold jetzt mehr, deswegen. Ach so. Das hatte ich aber auch so gesagt gehabt. Ja, aber ja. Wir haben dieser dabei... Roboter, der mich heiratet, Margin? Moment mal. Was wird das denn hier? Janosch ist direkt ins Bett. Ja. Ist halt müde. Den Schleim packe ich wohin? Kannst du auch sonst in die Holzkiste packen? In die Holzkiste, okay. Oder du machst halt einen neuen auf. Nö. Okay. Dann ab ins Bett. Ja, Krobus ist wirklich eine gute Option. Das stimmt. Das Schattenwesen, das in der Kanalisation lebt. Minenarbeit, Level up. Hofarbeit, Stufe 1. Gießkannen-Effektivität plus 1. Hackeneffektivität. Ne, das ist heute ein langer Tag. Plus 1. Neue Herstellungsrezept. Vogelscheuche. Ja, ich aber auch. Frechheit. Mhm. Ich will auch. Oh. Ja, und dann klickt ihr nicht mal weiter und ich muss hier warten. Ich hatte gerade eben dauert. Erst die Option zu weiter. Das also, dauert. Keine Zeit. Zack, zack, zack. Oh, hallo Clint. Keine Zeit und dann labert Clint einen voll. Mhm. Ja, so sieht's aus. Mit dem Schmelzofen. Den hat Gabriel schon gebaut. Ich brauche das gar nicht. Okay. Wo soll ich den Schmelzofen denn sonst hinbauen? Ich hätte ihn jetzt bei dir unten hingestellt sonst. Ja, unten rechts oder unten links? Ach so, ja, unten rechts, da wo die Steine sind. Okay. Man kann ja auch alles wieder abbauen und umstellen, wenn uns da langfristig was Besseres zu einfällt. Ist ja alles nicht final. So. Direkt wieder ein neuer Hofbucheintrag. Man muss einen Schmelzofen herstellen. Ich bin ja dabei. Oder muss jeder? Ja, du baust einfach mal einen und stellst ihn hin und dann würde ich ihn einmal hochheben und vielleicht reicht das für das Spiel. Langfristig braucht man auch mehr als einen. Das ist schon sinnvoll. Also unten rechts wollten wir das haben. Wo es dir lieber ist. Das ist doch für mich wohnst du mental unten rechts, deswegen. Ich weiß nicht, ob du ihn in die unterste Ecke stellen solltest. Erst unten rechts, dann jetzt nicht und dann... Ja, ich meine damit die generelle Ecke, weil wir sehen ja sonst nicht, dass er fertig ist. Aber Kat, ihr habt das auch so verstanden, dass man es unten rechts hinpacken soll, oder? Ich meinte mit unten rechts, hier unten rechts, in diesem Bereich. So, bitte. Wundervoll. Das Schöne ist, ich baue ihn ja sowieso ab und stelle ihn dann dahin, wo ich ihn will, hinhaben will. No. Aber es hat, glaube ich, nicht gereicht, oder? Nee, es hat nicht gereicht. Dafür. Das Spiel checkt das auch noch. Ist ja eine Frechheit.
Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe auch gegeben noch keinen einzigen Schleim getötet. Ja, weil die Quest gerade neu dazugekommen ist. Die hatten wir vorher nicht. So, also theoretisch haben wir ja 835 Gold. Achso, Janosch muss noch abholen, genau. Hat das noch nicht abgeholt. Deswegen gehe ich jetzt mal zu Pierre und kaufe uns Saatgut. Okay, ja. Janosch, geh mal auf das Ausrufezeichen unter deinem Geld und hol mal das Geld ab. Dieb, dieb, dieb. So. Das ist irgendeine Nachricht, ja, wo du Geld hast. Ja, Geld ist da. Sehr Geld ist auf dem Konto, dann kann ich jetzt ordentlich shoppen gehen. Ich brauche neue Kleider, Schuhe, Handtaschen. Moment. Habt ihr Wünsche? Es gibt noch mehr Pastinaken, es gibt Bohnen, es gibt Blumenkohl, Kartoffel, Tulpe, Grünkohl oder Zierlauch. Was bringt denn Geld? Ja. Alles? Also, ich nehme ein paar Bohnen, weil die sind ganz cool, die kann man mehrmals ernten. Auch wenn wir da jetzt schon so ein bisschen Zeit verpasst haben, weil der 7. bereits ist, aber das macht ja nichts. Effizient sind 8 Stück. Dann lässt man in der Mitte einfach die Lücke und kommt überall dran. Ich hole von allem etwas. Ach nee, das kann ich mir nicht leisten. Hier gibt es mehrere Kartoffeln. So. That's it. Mehr ist nicht drin. Genau, vor dem Anbau, Martin, bauen wir eine Vogelscheuche. Keine Sorge. Die Raben kann ich ja noch nicht herstellen, die Vogelscheuche. Ja, aber ich. Und Janosch auch. Die ist ganz schön teuer. Naja, solange sie kein Geld kostet, können wir es uns leisten. Nee, aber die kostet 50 Holz. Ja, Holz haben wir. So ein bisschen. Gerade nicht, weil ich gerade Holz ausgenommen habe. Setz das mal hier oben hin. Ups, falsches Werkzeug. Oh, ups. Mhm. Wollt ihr die Vogelscheuche sonst in die Mitte von den Bohnen setzen? Also wohin dann? Also ich würde sie jetzt hier hinsetzen, damit sie überall da ist. Dann ist sie zwar nicht in der... Ja, mit den Bohnen klappt ja gar nicht. Du hast gesagt, da soll ich sie hinsetzen. Ich habe sie da hingesetzt. Ich bin raus. Ja, doch, das geht schon. Ich kann die hier einfach drumherum setzen. Da kann man halt nicht mehr durchlaufen. Deswegen muss man sich da vorher so einen kurz Gedanken machen. Aha. Es hört sich danach an, als ob es ein Partner für mich wäre, ja? Aha. Gabriel wird verkuppelt. Aha. Merk schon. Ah, da musst du dich auch erstmal schön bei Krobus einschleimen. Was, ob ich das würde wollen? Ich will mich da niemanden einschlammen, ich will arbeiten. So, wir haben ein bisschen Saatgut. Es ist halt nicht viel Geld bei rumgekommen, aber ich glaube, das liegt zum Großteil daran, dass wir die Pastinaken auch gar nicht verkauft haben. Wir haben genug Pastinaken da, so. Ich würde da einfach mal ein paar von verkaufen. Ja, wir haben ja genug da. So, was sollen wir mit denen machen? Ja, langfristig kann man mit denen Dinge tun. Ja, aber langfristig können wir auch wieder neu anbauen. Ja. Quatsch! Ich habe also die nicht extra in die Kiste geworfen. So. Dann kriegen wir für den nächsten Tag ein bisschen Geld. Für die Vogelscheuche habe ich uns gerade 100 eingebracht. Ach, ja, schön. Andrim, ich merke schon. Ich merke mir deinen Namen, Andrim. Ich gehe mal zum Turm des Zauberers. Okay. Hm.
Dafür müsstet ihr, glaube ich, vorher euch das mit dem Gemeindezentrum und so angucken. Ich glaube, das ist was ihr jeder einzeln auch machen müsst mit der Cutscene, oder? Oder habt ihr da irgendwelche Infos? Nee, ne? Nö. Moment, Löwenzahn. Diamantin. Genau so sieht es aus. Ich würde auch sagen, genau das wollt ihr. Das Beste von Gabriel ist sein Geld. Ja, ja. So, Hofbuch aktualisiert. Ist jetzt auch eine Cutscene für euch? Nö. Okay. Ich kann das nicht immer ganz erkennen, wann eine Cutscene eine Cutscene ist und wann nicht. Das heißt nämlich, dass währenddessen auch die Zeit weiterläuft für mich. Ja. Das heißt, ich klicke das ein bisschen schneller durch. Er wusste schon, dass ich komme? Wie kann das nur sein? Er hat das Skript gelesen. Ich mag aber die Musik beim Zauberer. Das ist so eine schöne Zelda-Atmosphäre. Es sind Junimos, die komischen kleinen Ratten. Sperrt die Ratten ein. Dumm, dann warten wir mal auf den Zauberer. Einfach abgehauen, der Typ. Guter Mann. Der weiß, wie es geht. Dass das keine Cutscene ist. Wenn ich rauskomme, ist doch schon der Tag vorbei. Tja. Oder was sagt bei euch die Uhrzeit? 19 Uhr. Ja, das wird knapp. Eins mit der Waldmagie. Jetzt macht er noch einen großen Zauberkunststück hier. Zaubertrank. Ja, ich könnte es skippen. Das ist wohl wahr. Du könntest den Zauberer auch einfach mit einem Taser ein bisschen anleiten, ein bisschen schneller zu arbeiten. Grasgrün werde ich. Grasgrün. Oh, ist der Übergang schon immer so gewesen? Ich habe diese hellen Spots gar nicht in Erinnerung. Aber schick. Ich werde eins mit dem Wald. Ich bin ein Baum. Ein entwurzelter Baum. Janosch, hol schon mal die Axt raus. Wir müssen Lumi fällen. Nein. Ja, rein. Wer ein Baum sein will, muss leiden. Ich meine, natürlich wird gefällt. Aber ich kann Junimo-Schriftrollen lesen. No. Das war das Ergebnis. Ab nach Hause. Lia rennt mir voll in den Weg. Der Wagen war heute auch da. Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Uhr. Gute Nacht. Ja, ich bin ja schon da. Wir haben noch Zeit. Nein. Aber das ist halt, wenn man mit dem Hintern nicht zu Hause bleiben kann, sondern immer erst in der ganzen Weltgeschichte rumgucken muss. Angeln. Hier und da, ne? Ja. So.
so, ich habe ja, mein Inventar ist eh voll. Ja, Janosch hat halt schon einen Tag seit 5 Uhr morgens, ne? Also Janosch ist schon langsam müde. Langsam müde? Und schon beim Einschlafen? Ja, so fast so. Oh. Aber Bad Willi ist ja auch schlafen, ne? Na, was so? Bisschen? Also ich lieg ja schon im Bett. Genau, siehst du? Ich schimpfe überhaupt gar nicht. Tolle Kanne nicht. 1000. Wup, wup. Wir sind vierstellig. So. Sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. In 8 Tagen gerade mal 1000, das ist ein mieser Schnitt. Ja, weil wir auch die Pastinaken nicht verkauft haben und deswegen uns nichts Neues gekauft haben. Komm, Jan ist am Schlafen, Gabriel am Schimpfen, als wie immer, ne? Genau. So, na dann gib mir Zeug zum Achso, ich soll einkaufen. Ich soll einkaufen. Ja. Du Chefe, ich pflanzen. Hopp. Ja. Dann schau ich mal. Lumi am Arbeiten, das gefällt mir, ja. Ach so, Moment, ich muss erstmal zurück. Ich muss erstmal meine Truhen lernen. Also mein Inventar. Pastinaken hatte jeder von uns schon mal gesammelt gehabt, ne? Ja. Okay, das heißt, ich kann die restlichen einsammeln. Okay. Ja. Soll ich die auch gleich verkaufen? Also die Gold? Ja, kannst du machen. Ich habe jetzt eine Silber und eine Gold eingesammelt. 3 Silber. 4 Silber. 5 Silber. Ja, Silber, Gold kannst du aufheben, den Rest verkauf. Ich habe jetzt 6 Silberne und eine Goldene eingesammelt. Meinetwegen kannst du auch alles verkaufen. Hau rein. Kann man die irgendwie separieren? Also. Ja, du kannst einzelne nehmen. Mit Rechtsklick. Okay. Es sind so Sachen, die ich intuitiv mache. Da muss ich immer nachgucken, wie mache ich das? Was klicke ich währenddessen? Ah, 9. Ich habe gehofft auf 8. Dass er vielleicht früh schon den Laden aufmacht, aber nein. Also ich würde jetzt die 16 Pastinaken, die wir haben, verkaufen und eine silberne. Ja. Okay. Mach. So, mit allen reden. Mit den Leuten reden ist wichtig. Ja, tatsächlich. Du sollst dir Saatgut hierher bringen. Ja, der Laden macht erst in 10 Minuten auf. Dann brich halt ein. Stress mal nicht so. Dann brich halt ein. So, und wie vielen Leuten habe ich denn schon geredet eigentlich? Zu vielen. 19. Sag ich doch zu vielen. Ich habe mit 4 Leuten geredet. Also hast du mit eindeutig zu 4 Leuten geredet. Mhm. Ja, so kann man das auch sehen. Ja. Die einzig wahre, richtige Methode. Nein. Ist nur Spaß. So. Noch mehr Pastinaken? Ja, warum nicht? Das ist richtig. Muskelgedächtnis muss wirklich nicht am Verstand vorbei. Ist manchmal ganz gut, manchmal nicht so gut. Reicht. Tim, tim, tim. Das ist ein entspanntes Spiel. Ich muss mich schon richtig zusammenreißen, um hier nicht auf Perfektion zu spielen. Ich finde, das klappt ganz gut. Immer diese langen Laufwege. Ja, klar, es ist ein entspanntes Spiel, aber man möchte ja auch zumindest die Startphase nicht zu lange gestalten. Ja, man will vorankommen, das ist schon richtig. Vor allem, weil ja auch die Tage im Multiplayer einfach so an einem vorbeirasen. Was ja schon krass ist. Ja, wir sind, glaube ich, schon so fast Mitte, Ende des ersten Monats, oder? Ja. Deswegen, also nee, wir sind am 8. Das ist schon noch ein bisschen. 28 Tage hat ein Monat.
28 Tage, okay. Ich dachte, es wären irgendwie nur für 15 oder 16. Ich fand es jetzt gerade ein. Ich weiß nicht genau, wo du bist. Ich okay. habe nur Janosch hier. Na dann. Und? Der gerade für uns gießt. Sehr schön. Jo. Janosch, genannt die Gießkanne. Oh, ich weiß nicht, ist das gut, dass man hier so im Gras anpflanzt? Ich würde das hier daneben setzen. Tada, ganz viel Zeug. Yay. Es ist halt schon ein krasser Vorteil, dass wir allein mit dieser ersten Quest 300 anstatt nur 100 Gold gemacht haben. Ja. Mhm. Jeden Fall. Aber deswegen meine ich ja, also zu dritt oder halt auch zu zweit kommt man eigentlich, wenn man sich ein bisschen... Hey, 10.000 Schritte! kommt man, wenn man sich ein bisschen ranhält, relativ schnell voran, um dann in Ruhe weiterspielen zu können. Ja, Gras kann auch das Feld zerstören, deswegen habe ich das nicht genau bis dahin gebaut. Also angepflanzt. Aber wie toll ist denn ein Silo? Ja, ich kann... Moment, ich gehe mal hoch zu Robin. Das ist ein guter Punkt. Man kann mal bei Robin vorbeikommen. Also, damit wir ungefähr wissen, wie viel Geld wir mal zusammenkratzen müssen, damit wir dann Gras wegmachen können und das dann auch gewinnbringend machen können und nicht nur einfach wegholzen. Ja. Wobei man da natürlich auch immer gucken muss, dass genug Gras noch steht. Ich habe auch schon die Aufgabe, dass ich doch ein Tierhaus bauen soll. Also, einen Stall. Ja, also wie gesagt, können wir ja prinzipiell machen, ist ja nicht das Thema. Ja, wir können es uns noch nicht leisten, aber anschauen. Ja. Mit was wollen wir denn anfangen? Mit Hühnern? Oder? Du hast da keine Wahl, glaube ich, für den Anfang. Ich guck gleich mal, aber ich glaube, der Anfang ist festgelegt. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Vor allem, weil früher vieles anders war. Früher war alles besser. Achso, nee, nicht den Laden. Ich will natürlich Hofgebäude. Also, ich kann mir einen Hühnerstall... Nee, ich kann auch schon einen Stall bauen. Würde auch gehen. Wie viel? Ist halt die Frage, ob wir einen Hühnerstall haben wollen oder einen Stall für Kühe und Ziegen und so. Die sind halt auch teurer, um die zu kaufen. Hm. Janosch, was sagst du dazu? Ich würde mit Hühnern anfangen, oder? Ja, ich auch. Ja. 4.000 Geld. Okay. 300 Holz, 100 Stein. Na, das ist mit dem Holz ist kein Thema. Das Silo braucht 5 Kupferbarren. Hm. Ja, dann müssten wir nochmal die Mine, oder ich gehe jetzt nochmal demnächst in die Mine, dann so morgen. Fischteich ist zu teuer mit 5.000. Ja, mit dem Rucksack, das ist aber eine gute Frage, was Bruder bestellt hat. Der Rucksack war 2000. Okay, naja, 2000 ist ein bisschen arg heftig. Weil, also genug Steine für Schmelzöfen bauen haben wir. Es scheitert ganz heftig an Kupfer. Kurze Frage. Seid ihr happy mit dem, wo eure Häuser stehen und so? Ich kann jetzt auch eure Häuser einmal tauschen. Hm. Dann könnt ihr auf der Seite schlafen, wo ihr schlafen wollt und so. Ich glaube, es macht Sinn, oder? Ja, dann lass uns tauschen, genau. Ja. Weil ich bin da gerade in diesem Menü. Ja, dann. Und dann kann ich das Haus aufheben und mal zur Seite stellen. Achtung, Gabriel, vor dir ploppt ein Haus auf. Ich weiß nicht, ob du das auch direkt siehst live. Ja, so mitten im Weg. Ja, ich stell's gleich noch richtig hin. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wo hier der Eingang war mit dem Weg. War das so? Fast. Noch ein bisschen weiter nach links. So? Perfekt. Weil jetzt ist ein Weg nämlich weggegangen dadurch. Naja, ist ja auch nicht verteilt. So, wo möchtest du das Haus hier drüben stehen haben? Also dein Haus? Ich kann das auch ganz weit nach links stellen, wo jetzt aktuell der Schmelzofen und so ist, theoretisch. Stell mal weiter nach rechts, so neben den blockierten Durchgang. Okay, das wäre hier. Genau. Okay. Ansonsten noch Wünsche? Perfekt. Nee, was anderes kann ich auch noch nicht bewegen. So, ich bin fertig. Oh, mein Bester, ich habe hier übrigens auch die Möglichkeit, dich zu bannen, etc. drum und dran.
Ja, währenddessen so. Ist übrigens Robin einfach schon in den Feierabend gegangen. Weil normalerweise bleibt da natürlich auch die Zeit stehen. Aber dafür hat man den Vorteil, dass Gabriel wirklich live die Sachen auch aus dem Weg räumen kann, falls da noch irgendwas blockiert. Das finde ich sehr praktisch. Ja, es geht halt aber wirklich eine Menge. Also das Spiel lebt ja eigentlich davon, dass es ein bisschen ruhiger ist. Und im Multiplayer hast du halt null Ruhe. Nee. Das ist halt einfach ein bisschen das Problem, was dem Ganzen ein bisschen Abbruch tut. Aber so im Großen und Ganzen. Ich muss auch. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich unser letzter Tag heute. Was? Ja, so schnell geht das nämlich. Ist doch super stressig. Haben wir schon eine Truhe für Lehm? Bei der Rallye ging halt immer schnell voran, ne? So. Da ist Lehm drin. Okay. Genau. Bei Steine oder sowas hatte ich das, glaube ich, mit reingepackt gehabt, weil. Aus Gründen. Also der nächste Tag ist der letzte Tag, oder? Wir können auch noch einen Tag machen von meiner Seite aus, aber es ist an sich schon 22 Uhr. Na dann lass uns doch dann jetzt aufhören. Ich angel noch mal ein bisschen. Ich habe noch Energie. Der Tag ist noch nicht rum. 2 Uhr ist das Ende, wo man vor Erschöpfung einfach umkippt. Hier fällt niemand vor Erschöpfung um. Niemand. Ach, wie schön. Gemeinsam angeln. Dass man komplett überfordert ist. Weil halt alle die Ausrufezeichen kriegen und so. Wir können auch Fische irgendwie übrigens verkaufen. Wir haben jetzt schon ein paar. Ja, stimmt. Bei Fischen verkaufe ich gerne die doppelt sind. Ja. Aber... Es ist auch Quatsch eigentlich. Ein paar Schwarzlachse und irgendwas haben. Schwarzbarsch. Brillen. Wer von euch hat die ganze Zeit seine Brille da reingeworfen? Tja, Green Man. Was soll ich dazu sagen? So wie sich das gehört. Der Großvater hatte mich halt immer ein bisschen lieber als die beiden. Nicht mal vernünftig die Angel auswerfen kannst du? Wieso? Ich habe einen Fisch. Was willst du denn? Okay, Leute, hier hast du aufgehört, einfach zu angeln. Okay. Oh Gott, nur Müll. Ja, naja, gut, okay. Das ist halt das Problem. Er braucht eine CD. Also, wer schmeißt denn sowas vor allem? Wer schmeißt denn sowas bei uns in den Teich? Die also, Kids, ehrlich. Die Kids, der Hof stand jahrelang leer. Jahrelang. Ich meine, auf dem Sterbebett hat er uns diesen Hof hinterlassen. Und dann haben wir uns noch kaputt gearbeitet für die, hier diese Joja-Firma. Und dann sind wir auf diesen Hof gekommen erst. Und in der ganzen Zwischenzeit war das wahrscheinlich ein sehr beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, für allerlei, naja, Quatsch. Inklusive Müllentsorgung. Gott, bei der Dunkelheit sieht man die Farbe der Truhen gar nicht mehr. Huch, ein zu viel. Morgen wird es ein wunderschön sonniger Tag. Ach, das höre ich doch gern. Ich hoffe übrigens auch im echten Leben wird es morgen ein schöner Tag, weil ich werde morgen die meiste Zeit im Freien verbringen. Ich freue mich ja so doll drauf. Es war heute zumindest ein schöner Tag. Heute war es schön sonnig. Ja. Das mag so sein. Ich mag es, dass bei mir immer steht, Lumi hat sich ins Bett gekuschelt. Ich habe auch, glaube ich, ein schöneres als ihr. Kann das sein? Ich glaube, die Betten sind gleich. So, warte auf die anderen Spieler. 2 von 3. Janosch fehlt noch. Der ist noch wach und munter. Und rennt in der Gegend rum. Vermutlich. Wenn er noch da ist. Auf der Tastatur eingeschlafen. Janosch!
Janosch. Ja. Ins Bett gehen. Ja, zu langsam, ne? Ja, es ist schon 1.30 Uhr. Es ist langsam, wird es richtig knapp. Sonst wirst du ins Bett getragen, das kostet Geld. Glaube ich. Ja. 1.40 Uhr. Dein Haus steht links. Das weiß er ja noch gar nicht. Ja, ist egal, er kann auch bei mir rein. Auch wenn du schon drin liegst? Ja. Okay. Jetzt ist 2 Uhr. Nein. Oh. Ich soll ins Bett gehen, also auch OT. Ja. Das war ja auch der letzte Tag. Angeleffektivität plus 1. Der Arbeitstag war einfach zu lang. 953 Geld haben wir verdient. Mhm. Finde ich nicht schlecht mit den Fischen und Pastinaken, allem drum und dran. Aber vor allem hat es mir super viel Spaß gemacht mit euch beiden und mit euch hier im Chat ein bisschen Stardew Valley zu spielen. Auf jeden Fall. Es ist so ein schönes Spiel. Mhm. Und dann würde ich sagen, lasst nochmal einen Daumen nach oben da, wer es noch nicht getan hat. Schreibt mir nochmal in die Kommentare bitte, ob ihr Stardew Valley weitergucken wollt oder ob ihr sagt so, boah, zu dritt, lasst mal gut sein. Hat natürlich keine Auswirkungen auf Montag. Keine Sorge. Nein, das geht jetzt nur um den live zu dritt Stardew Valley. Wie gesagt, das andere interessiert mich jetzt nicht. Ja, ausgeschlafen ist ein guter Tipp. Ja, ich weiß nicht. So ein Teil ist schwierig, aber ja. Ja, wenn die Arbeitszeiten halt sehr früh sind, ist es halt sehr früh. Denn ist halt ein neuer Job und der ist halt sehr früh und der ist halt sehr viel momentan, deswegen ja. Aber ich gelobe Besserung. Auf jeden Fall, ne? Ich bin auf jeden Fall. Ja, Dinge passieren. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Ja. Ansonsten kriegst du eine Direktdosis Koffein ins Blut und dann passt das. Mit per Keks, per Schokokeks direkt Koffein ins Blut. Ja, so sieht's aus. Gute Idee. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Mitspielen an Janosch und Gabriel. Immer gerne. Bis dann. Und bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Thank you.